Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Automission, wo wir Bock drauf haben. Ich würde sagen, wir sneaken uns die Karre und bringen die weg Jetzt schon wieder. und kaufen uns von dem Rabatt ein schönes neues Auto. So, und weg da. Na komm, so. Ah, lässt sich gut fahren. Yes, El Capitan. So, die Route kennen wir fast auswendig. Sind wir jetzt schon ein paar Mal mit dem Fahrzeug lang gefahren. Und wir müssen auf jeden Fall aus Dogtown raus. Nehme ich mal an. Ja. Dieses Tor, ne? Skinny, skinny! Oh, ich habe schon wieder Niesen in der Nase. Ey, ich muss die ganze Zeit niesen. Es tut mir leid. So, ab dafür. Ja, bin ja schon weg. So, und ab geht's. 4,5 Kilometer. Haben wir ein bisschen was vor uns. Okay, bis jetzt sind noch keine Feinde in Sicht. Das ist schon mal gut. Bring das Fahrzeug an den angegebenen Ort. Keine Uhr, die abläuft. Ich glaube, das wird eine easy Mission. Es sei denn, wir fahren jetzt über irgendeine Kreuzung und dann werden hier irgendwo Feinde aktiviert. Es wird eine kurze Automission. Schön über Rot. Und komm, ohne Beschädigung, ohne Beschädigung. Jawohl. Jawohl. Schön. So, okay, den haben wir anscheinend irgendwie verärgert. Also ist zumindest meistens so, wenn die so ein bisschen schneller fahren. Weil eigentlich sind die ja sehr langsam, ne? Also wie er jetzt hier, die schleichen hier rum. Wenn man die aber mal kurz trifft, fangen die an, sofort schneller zu fahren. Oder wollen dich halt abfacken oder fahren dir hinterher oder fahren lautstark an dir vorbei. Wie das so ist im Straßenverkehr. So, on the left side. Wirst noch verfolgt. Ah, okay, jetzt geht's los. Wir aktivieren die Waffe. Mal gucken. Okay, den haben wir. Sehr gut. So weit haben wir es nicht mehr. Ich habe gedacht, ich komme hier noch irgendwie gut durch, aber ja. Man regt sich die ganze Zeit über die anderen Verkehrsteilnehmer auf, aber man ist ja selber der Rowdy. Okay. 600 Meter. Gucken ohne oder zumindest mit wenig Beschädigungen, dass wir diesmal eine halbwegs adäquate Karre abliefern. Und kein Plattfahren.
das. So. Nein. Und hier, oder? Ja. Schön. Du bist der Naturtalle. Danke für die Hilfe, Vi. Mein Chum erledigt dann den Rest. Ich hab dir am üblichen Ort eine kleine Belohnung deponiert. Okay, nächste Karre. Also, wir kriegen wie immer einen Rabatt. Wir kriegen Mündungsbremse. Okay, wir kriegen hier wieder guten Stuff. Geldsplitter. 4890. Und Itemkomponenten. So. Und ich würde sagen, wie immer, gehen wir jetzt zu einem Autofixer-Terminal und kaufen uns eine schöne Karre. So, die nächste ist tatsächlich hier um die Ecke und da fahren wir auch eben hin. Oh nee! Haben wir aus Versehen gerade jemanden platt gefahren. So, müsste hier irgendwo sein. Boah, die Karre ist krass, ne? Oh, auch schön. Ja, da hinten sind irgendwo die Cops. Okay, wir verstecken uns kurz, damit wir ganz in Ruhe shoppen können. Bis der Stern weg ist. In ein paar Sekunden. Jawohl! Okay, da haben wir. Und dann gucken wir doch mal. So, ich weiß, muss ich ehrlich sagen, nicht, warum hier immer diese Punkte sind. Also wir kriegen hier keine neuen Fahrzeuge. Bin ich der, oder? Moment. Der Punkt war hier jetzt gerade. Type 66 Wingate. Oder ist der neu? Den hier, den wollen wir haben. Wir haben den R7. Und vor ein paar Missionen nämlich gegönnt. Das war, wo ist der denn? Typ 6. Hier, der hier. R7 Vigilante. Und das ist einmal Chioscuro. Also das ist nochmal die bösere Version. Die müssen wir uns irgendwie erst freischalten. Der sieht wild aus, ne? Also der scheint neu zu sein. Das ist der, den wir aktuell haben. Das ist Type 66 Javelina. Das Type Wingate. Okay. Yen Yoffley. Ach, das ist wahrscheinlich alles unterschiedliche Tuning-Zustände. So, Thornton. Der Punkt ist hier oben. Also der hier müsste irgendwie neu sein, aber auf den haben wir keinen Bock, oder? Motorräder ist irgendwas Neues dabei. Der hier oben. Sonstiges. Ja, okay, das Panzerfahrzeug, aber das ist aktuell kein Bedarf. Den müssen wir freischalten. So. Und die Frage ist, ob wir uns nicht einfach den Wingate jetzt kaufen. So. Javelina haben wir. Ja, komm, den Wingate. Sehe ich hier nicht, oder? Wo haben wir denn? Wo sehen wir denn, wie viel Geld wir haben? 24% anstatt 100k, 75k. Jawoll. Und wie immer würde ich sagen, bestellen wir uns einmal die Karre. So, das ist nämlich der 66, den wir aktuell fahren. Und jetzt stellen wir den nämlich mal daneben und vergleichen die beiden. Na, kommt der hier rein? Ne. Okay, sieht sehr, sehr ähnlich aus. Oh, sehr... Oh,
Sehr krasses Intro. Oh, der hört sich aber auch sehr, sehr, sehr böse an. So, und dann schauen wir mal. Okay. Also, von der Front sehr, sehr ähnlich. Ein paar Farben sind anders. Dann haben wir einmal auf der Motorhaube Militech, okay. Auf der Motorhaube dieses Teil, also diesen Aufsatz an beiden Fahrzeugen. Der hier ist so ein bisschen auf Racing getrimmt mit der 74. Von den Reifen würde ich fast sagen Offroad-Reifen. Und hinten auch schön schnittig. Mit einer Flamme hinten drauf. Ich muss aber sagen, oder? Jetzt mal im direkten Vergleich. Ich glaube, der hier steht ein bisschen höher. Also ich finde nach wie vor den irgendwie nicer mit dem Gold. Gut, nichtsdestotrotz fahren wir mal zwei Runden um den Block und gucken mal, ob wir irgendwie mitkriegen, dass das Fahrverhalten anders ist. Der hat auch wieder einen abartigen Sound. Mal gucken, ob der so wegdriftet wie der andere. Oh nee, die hätten wir alle platt gefahren. Oh, ich habe das Gefühl, der fährt ein bisschen ruhiger. Der fährt viel ruhiger. Ich mache jetzt hier mal eine Vollbremsung. Ja, okay. Dreht sich da trotzdem ein bisschen. Also, die Hinterräder driften hier auch weg, wenn man Gas gibt. Aber es ist wesentlich humaner als bei der anderen Version, also bei dem goldenen. Ja, also ich habe das Gefühl, es lässt sich wesentlich besser fahren. Ja. Ist natürlich die Frage, heißt das jetzt, dass der weniger PS hat oder auch eine geringere Geschwindigkeit? So, okay, wir suchen uns jetzt mal eine ruhige Stelle aus. So. Meine Lieben, das war's mit der Automission. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Kommentar freuen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wir machen Phantom Liberty unsicher. Hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Bleib, wie du bist. Ciao.